Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Tom Bayer. Ich werde das Spiel für Sie kommentieren. Und neben mir hat mein Kollege Sebastian Hellmann Platz genommen. Hallo Tom, und auch ich freue mich natürlich auf die 90 Minuten, die jetzt vor uns liegen. Vier Wochen lang steht Deutschland nun im Mittelpunkt der Fußballwelt. Als Gastgeber der Weltmeisterschaft begrüßt der DFB neben unserem Team natürlich die 31 besten Mannschaften der Welt. Jetzt aber genug geredet, freuen wir uns auf eine spannende und faire Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Los geht's. Koller. Nedved. Der kann ein Spiel lesen und das hat ihm bei diesem Zweikampf geholfen. Frankowski. Szymkowiak. Jetzt Barosz. Das ist super Abwehrarbeit. Jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Oh, was für eine Parade. Eigentlich war der schon drin. Ja, das hat er gut gemacht, der Torhüter. Sein erster Ballkontakt heute. Sobolewski. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Zurawski. Ja, jetzt entwickeln sie hier gewaltigen Druck. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr. Galaschek. Poborski. Sobolewski. Oh, da hat er Glück gehabt, dass er sich den Ball so gerade eben noch angelt. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Szymkowiak. Der Ball ist im Seitenaus, klare Entscheidung, Einwurf. Gregera. So kurz vor dem eigenen Tor, Ballverlust, das kann teuer werden. Gut gesehen vom Verteidiger. Zurawski. Oh, da verliert er den Ball, was für eine Chance. Baschinski. Kamil Kozowski. Koller. Rosicki. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Da hat er den Ball schlecht abgeschirmt, hat ihn gleich wieder verloren. Wenn sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Und Achtung, Barosz. Szymkowiak. Wunderbarer Pass. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig. Und das ist Nedved. Ah, wunderbar gesehen. Jaza. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Uifalushi. Rosicki. Jankulowski. Poborski. Gregera. Ja, das sieht gut aus. Galaschek. Da kommt die Flanke. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Ekpar.
Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Und ein super Tor. Aber so wie sie sich freuen, auch da wird deutlich, wie wichtig dieser Führungstreffer war für diese Mannschaft. Und so stellen wir uns einen Eckball vor. Maßarbeit für das anschließende Tor. Uifaluschi, Bobowski, na klasse, Nedved, Galaschek, Barosch, den muss er jetzt machen. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Er klärt die Situation mit einem Kopfball. Ja, Nedved. Ach du, und der ist drin. Na, jetzt wird es natürlich schwierig, das Spiel noch umzudrehen. Zwei Tore jetzt die Führung in der Halbzeit. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Sie bauen ihre Führung aus. 2:0. Sobolewski. Jacek Czunovek. Szymkowiak. Tomasz Klos. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Ja, so holt er den Freistoß raus. Klasse Zuspiel. Nedved. Tolle Atmosphäre. Galaschek. Bobowski. Gregera. Und den langen Ball hat er genau getimt. Tja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. Szymkowiak. Holt sich den Ball. Jetzt Barosz. Bobowski. Und jetzt hängen sie nach vorne. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. In den Strafraum. Ein ganz wichtiger Ballgewinn. Kamil Kozowski. Einfach weg mit dem Ball. Bobowski. Ja, das ist eine Augenweide, wie der an dem vorbeigeht. Wir sind die meiste Zeit im Ballbesitz. So, jetzt wird es gefährlich. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Jacek Czunovek. Baschinski. Szymkowiak.
Nee, das kann er viel besser, viel, viel besser als in dieser Situation. Barosch. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat, hat den Ball wieder. Rosicki. Jakulowski. Der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Oh, das ist ja eine unglaubliche Parade des Torwarts. Da hat er kaum Zeit zu reagieren. Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Szymkowiak. Sobolewski. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Jacek Czunovek. Die Flanke kommt in die Mitte. Unglaubliche Parade. Und der Ball ist wieder im Spiel. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und ich glaube, das 2:0 geht in Ordnung. So, die Hälfte des Spiels ist vorüber. Halbzeit hier und Sebastian Hellmann schildert uns jetzt seine Eindrücke über die ersten 45 Minuten. Ja, so ein erstes Spiel der Gruppenphase ist natürlich immer ganz entscheidend und das ist ein richtig guter Start. Sie können sich jetzt nicht zurücklehnen, aber sie können vor allem, Tom, mit viel Selbstvertrauen weiterspielen. Denn 3 Punkte im ersten Spiel, das wäre natürlich ideal. So, und bei uns kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, der Unparteiische schaut nochmal, ob alle Spieler wieder auf dem Platz sind. Und dann gibt es den Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Szymkowiak. Kamil Kozowski. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. Rosicki. Jankulowski. Nedved. Jankulowski. Rosicki. Wolf. Jankulowski. Gregera. Wolf. Rosicki. Rosicki. Ja, das ist eine gute Chance jetzt. Galaschek. Ja, Nedved. Ja, wunderbar, wie er das Tackling hier ansetzt im Mittelfeld. Und jetzt muss der Pass nach vorne kommen. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Gregera. Bobowski. Jankulowski. Rosicki. Und das ist Nedved. Nedved. Kamil Kozowski. Szymkowiak. Bobowski. Sobolewski. Szymkowiak. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Nedved. Bobowski. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Galaschek. Jankulowski. Und das ist Nedved. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Kamil Kozowski. Sobolewski. Szymkowiak. Gutes Tackling im Mittelfeld. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Galaschek. Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. So, den Ball hat er sich jetzt im Mittelfeld erobert. Findet er eine Anspielstation. Jankulowski. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken.
Super Kombinationsfußball. Zurawski. Galaschek. Frankowski. Ja, und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. Gregera. Ja, das kann er. Schirmt den Ball hervorragend ab. Und der Ball läuft jetzt wunderbar über mehrere Stationen. Und die Abwehr hat nicht die Chance, an den Ball zu kommen. Rosicki. Ja, die verstehen sich blendend. Kamil Kusowski. Sobolewski. Baschinski. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Aber den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Er schafft es einfach nicht, sich gegen den Torhüter durchzusetzen. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Ja, das sieht zappenduster aus hier. Deutlicher Rückstand und die Schlussphase der Begegnung hat begonnen. Szymkowiak. Guter Spielzug. Kosowski. Achtung, Flanke in den Strafraum. Und weg ist der Ball. Szymkowiak. Diese Abwehr macht heute fast keiner was vor. So ein gutes Tackling, jetzt muss er nur noch den freien Mann finden. Sobolewski. Und wie er dem Gegner da den Ball abluchst, mein lieber Mann. Es war ein schöner Zweikampf und er hat den Ball. Rosicki. Jaroschik. Und genau beim eigenen Mann fällt der Ball wieder herunter. Da zieht er ab. War eigentlich schulmäßig der Kopfball, aber am Ende fehlten ein paar Zentimeter. Da ist er ja umringt von Gegenspielern. Was soll er da machen? Er versucht es ja wenigstens noch. Szymkowiak. Tino weg. Ja, das ist hier überhaupt kein Problem für den Schussmann. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Rosicki. Ja, das wollen die Trainer sehen. Den Ball im Mittelfeld zurückerobert und dann gleich ab in die Offensive. Schön geklärt. Ja, jetzt ist er wieder im Ballbesitz und jetzt heißt es umschalten auf Offensive. Ja, das muss einen Wurf geben. Der Ball war eindeutig im Aus. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Jaroschik. Gregera. Bobowski. Und Achtung, Barosch. Wenn das keine Chance ist. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ein Albtraum für die Stürmer. Diese Abwehr hat bisher auf alles eine Antwort. Oh, da nimmt er dem Abwehrspieler den Ball ab. Jetzt wird es gefährlich. Achtung. Sobolewski. Tja, das ist ja eine ganz leichte Angelegenheit für den Verteidiger. Na, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Jaroschik.
Koller. Sobolewski. Und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Oh, den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Sobolewski. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Für dieses brutale Foul hätte er bei jedem anderen Schiedsrichter mindestens gelb gesehen. Da hat der Unparteiisch aber beide Augen zugedrückt. Ja, schade, für ihn ist die Partie beendet. Er muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Und jetzt, oh, klasse Lattentreffer. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ein Eigentor. Oh, 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 das war ein denkbar schlechter Zeitpunkt für ein Eigentor. Wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, dann war es das. Ja, und ich glaube, diese unglückliche Aktion, die müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Jaroschik. So, der Unparteiische pfeift die Begegnung ab. Und sie haben ihren ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft erreicht. Das ist noch nicht der entscheidende Schritt, aber immerhin schon mal ein kleiner. Als Spieler ist man natürlich erleichtert, wenn die ersten Punkte eingefahren wurden. Und sie sind heilfroh, dass ihnen das bereits im Auftaktspiel gelungen ist. Das ist eine richtig gute Ausgangsposition, um die nächste Runde zu erreichen. Ja, Sebastian und Mia, hat das riesigen Spaß gemacht. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.